Hallo, willkommen zurück. Wir sind im Cucaracha, eine Bewegungsform, die in der Rumba und im Cha-Cha auf alle Fälle zum Einsatz kommt. Und ich wurde nochmal gefragt, dort nochmal etwas detaillierter drauf einzugehen. Der Cucaracha ist ein sogenannter Pressure Step, das heißt eine Druckschrittbewegung. Und ich habe das mir wirklich auch nochmal ganz im Detail angeguckt, habe festgestellt, ich mache es auch nicht immer ganz perfekt. Ich tanze zum Beispiel die Fußarbeit gerne etwas, einen Hauch anders als in der Technik beschrieben. Die Fußarbeit ist nämlich ballenflach, flach, ballenflach. Wenn ich das tanze, dann ist es halt wirklich, dass ich rübergebe und schon eher sage, ne, ich habe Ballen und nicht ballenflach, weil ich so einen starken Druck aufbaue und sich das für mich sehr schön anfühlt. Vielleicht liegt es aber auch an meinem Alter und daran, dass meine Knie durch das Turniertanzen auch nicht mehr ganz optimal sind und es sich dadurch einfach besser anfühlt, weil ich keine Schmerzen in den Knien habe. Kann natürlich auch daran liegen. Aber gehen wir nochmal zurück zum Cucaracha, da war ja die Frage. Kommen wir erstmal auf die Bewegung. Eine Cucaracha-Bewegung könnt ihr mit eurem Partner in Gegenüberstellung oder in Figuren der eine oder der andere alleine tanzen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, es ist keine Figur, sondern es ist eigentlich eine Bewegungsart, die auch in einer Figur eingebaut werden kann. So, was ist der Cucaracha? Der Cucaracha ist eine Bewegung, wo ihr euch seitwärts bewegt, seitwärts, ihr das Gewicht zurückbelastet und schließt. Ja? Ihr habt dabei relativ starke Hüftbewegung. Ne? Das ist das, wo ich dann automatisch hier, ne? Fußarbeit, ihr wisst, ne? Nicht ganz perfekt bei mir, ja? Rübergeht, rübergeht, rübergeht. Das ist eine Bewegung, die ihr dort im Cucaracha tanzt. Macht super viel Spaß. Ich tanze super gerne. Ja? Zeigt auch nochmal von der Bewegung, wenn ihr mittanzen wollt, mit dem linken Fuß. Ihr geht seitwärts. Ja? Ihr habt ja eine starke Hüftbewegung. Führt die Hüfte zurück und schließt und wechselt den Fuß. Das gleiche dann mit rechts. Ihr geht seitwärts, zurück und schließt. Seitwärts, zurück und schließt. Seitwärts, zurück und schließt. Ball flach, zurück ganzer Fuß flach, Ball flach. Ja, das ist die Bewegungsform, die ihr habt. Die Hüfte, die ihr da drauf setzt, ich habe auch schon mal Videos zu, wie kann man die Hüften unterschiedlich bewegen, benutzen. Da kommt es drauf an, was ihr bevorzugt. Ihr könnt da sehr, sehr starke Hüftbewegung drauf tanzen, deswegen auch dieser Pressure Step. Aber worauf kommt es an? Dass ihr wirklich eine Bewegung habt, wo ihr, hier, ich will dahin gehen, meine Hüfte geht hier rüber. Ja, ich gehe hier rüber. Jetzt führe ich die Hüfte zurück und gehe drauf. Das heißt, ihr habt sehr viel sowohl hoch und runter als auch eine Bewegung über vorne, also diese 8 Bewegungskombinationen. Ihr habt unglaublich viel Hüftvarianten da drin. Am Anfang, wenn ihr losstartet, würde ich euch empfehlen, dass ihr immer vom Gefühl her seitwärts rollt. Seitwärts rollt. Und am Ende eine 8 draus macht. Rolle, rolle, schießen. Rolle, rolle, schießen. Ja? Das ist für mich die schönste Möglichkeit, das zu tanzen. Wenn sich das für euch nicht gut anfühlt, nehmt ihr das hoch und runter. Also hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Auch das geht. Also ihr seht, ihr habt da schöne Möglichkeiten im Cucaracha beim Tanzen. Ja? Fühlt euch frei. Es muss nicht gleich jeder die perfekt Technik beschriebene Cucaracha-Bewegung ausführen. Wichtig ist, dass ihr die Schritte nicht zu groß tanzt, ja? Damit ihr nicht wegrutscht. Sie gehen unter den Körper, damit ihr das Ganze wirklich noch miteinander tanzen könnt und eine schöne Bewegung drauf habt. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und es gibt ihn einmal nach links und einmal nach rechts getanzt, sodass ihr das einsetzen könnt. Es ist sehr flexibel, ob ihr es einmal oder mehrfach hintereinander tanzt, ob es nur die Dame, nur der Herr, beide. Die Varianten dort sind sehr, sehr groß, aber das ist die Cucaracha-Bewegung. Viel Spaß beim Üben!